Wir möchten damit ein wenig Aufklärung liefern, welche Form der geförderten Altersvorsorge für welche Sparergruppe am Ende die effizienteste Lösung bringt. Diese Studie ist, so wie auch die vielen vorangegangenen Studien des DIA, in einer Kooperation entstanden. Wir haben dafür zwei Partner. Deswegen werden Sie heute auch hier ein Trio erleben, das Ihnen Auskunft gibt. Ich würde Ihnen gerne kurz nochmal die auftretenden Personen vorstellen. Das ist zum einen Alberto Del Pozzo. Er ist Geschäftsführer des Fintechs MyPension. Und das ist zum anderen Florian Römer von der FERS Leipzig GmbH. Er ist einer der beiden Studienautoren und hat vor allem die umfangreichen Berechnungen für die Studie verantwortet. Und wie von meinem Kollegen angekündigt, meine Wenigkeit noch, ich bin ebenfalls Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge und verantworte seit 2012 die Studienprojekte des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Lassen Sie mich vorab noch ein paar Sätze zu unseren beiden Kooperationspartnern sagen. Die FERS Leipzig ist ein Unternehmen, das anwendungsorientierte Forschung betreibt und Marktanalysen vor allen Dingen im Finanzdienstleistungsbereich anstellt. Das Unternehmen profitiert dabei vor allem von der sehr engen Kooperation mit dem Institut für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig. Wir haben bereits im vergangenen Jahr sehr erfolgreich eine Studie mit FERS Leipzig durchgeführt und haben daher auch für diese Studie sehr gerne die Kooperation mit den Kollegen aus Leipzig wieder gesucht. Und der andere Partner, MyPension, ist ein Fintech, das hatte ich schon vorhin kurz erwähnt. MyPension hat sich zum Ziel gesetzt, die Altersvorsorge einfacher zu gestalten. Und dafür hat das Unternehmen eine leicht zu handhabende digitale Lösung auf der Basis von ETF entwickelt. Und die Erfahrung, die MyPension bei dieser Entwicklung gemacht hat und bei dem Betrieb dieser Plattform, die waren sicherlich auch eine Motivation, mit uns gemeinsam diese Studie aufzulegen. Die beiden Kollegen, Herr Del Pozzo und Herr Römer, werden im Wesentlichen dann die Präsentation bestreiten. Während des Vortrages erhalten Sie bereits von meiner Kollegin die Pressemitteilung zugeschickt. Am Ende der Präsentation steht Ihnen Möglichkeit zu Fragen zur Verfügung. Das Verfahren hatte mein Kollege kurz geschildert. Ich übergebe jetzt die Bühne an die beiden Herren. Das Podium gehört Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Morgenstern. Und dann würde ich direkt den Faden aufgreifen und in die Studie und die Ergebnisse einleiten der Präsentation. Mein Name ist Alberto Del Pozzo, wie der Herr Morgenstern schon sagt. Ich bin seit Mai diesen Jahres Geschäftsführer bei der MyPension, war bis Ende 2020 bei der DWS Leiter Altersvorsorge und Vermögensaufbau, kenne also eben auch das Thema Altersvorsorge aus meiner ja, mittlerweile 21-jährigen Berufstätigkeit, habe dort eben auch das Thema Riester- und Basisrenten gehabt, aber auch normale Investmentdepot-Lösungen, sodass ich eben auch ein Stück weit beide Seiten kenne. Also auf der einen Seite das Thema Altersvorsorge, aber auf der anderen Seite eben auch das Thema Investment, wo man sagen muss, passiert momentan unglaublich viel, nur das Stichwort Robo-Advisor, Trading-Plattformen, Neo-Broker und Ähnlichem. Und ja, selbst nach 21 Jahren im Bereich der privaten und betrieblichen Altersversorgung in der Entwicklung von Produkten muss ich sagen, dass es nach wie vor Bereiche gibt im Bereich der deutschen Altersvorsorge, wo ich teilweise als Fachmann auch passen muss. Und wenn ich als Fachmann, der sich mit dem Thema schon über 20 Jahre beschäftigt, eben auch teilweise Probleme hat, bestimmte Dinge in der deutschen Altersvorsorge und im Dreischichtensystem zu verstehen, und das ist die Motivation der Studie, wie wird es dann den Bürgern gehen, die sich eben auch mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen, die wissen, dass es natürlich ein unglaublich wichtiges Thema ist, aber die natürlich eben auch konfrontiert sind mit einem doch, wie wir finden, sehr undurchsichtigen Altersvorsorgesystem und die letztlich für sich natürlich die Entscheidung treffen müssen, wie sie ihre zusätzliche Altersvorsorge gestalten müssen. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt natürlich auch eine Bundestagswahl haben und das Thema, wie man eben auch sieht, ich zitiere mal den Spiegel Wirtschaftsmonitor vom Mai diesen Jahres, das Thema Altersvorsorge und Rente eigentlich somit das eines der wichtigsten Themen ist. Und wir sehen, dass wir aber sehr, sehr wenig Antworten gerade von der Politik bekommen. Korrigieren Sie mich im Nachgang gerne, aber ich glaube, in dem Triell ist das Thema Altersvorsorge hat unter eine Minute Redezeit gehabt. Dann sehen wir eigentlich, dass der Bedarf an Wissen oder an dementsprechend Informationen zu dem Thema, auch dem, was mit der Altersvorsorge in Deutschland passiert, bei den Menschen sehr, sehr groß ist. Aber tatsächlich das Thema Altersvorsorge nach wie vor eher
nicht undurchdringbar bleibt. Und wir haben das Ganze jetzt mal als Dschungel der Altersvorsorge beschrieben, der tatsächlich dicht gewachsen ist vor dem Hintergrund, dass wir mit der gesetzlichen Rente, mit der Basisrente, mit der Riester-Rente, aber auch mit der betrieblichen Altersvorsorge und damit 5 unterschiedlichen Durchführungswegen dann doch wirklich ein sehr, ich nenne es mal, mächtiges Vorsorgesystem in Deutschland haben. Es ist dementsprechend relativ schwierig für den Altersvorsorgesparer zu sagen, welcher dieser Wege ist denn für mich eben auch tatsächlich der beste, der effizienteste, vor dem Hintergrund, dass sich diese Wege doch tatsächlich fundamental voneinander unterscheiden. Und dementsprechend war das so ein bisschen der Anreiz, eben auch hier ein Stück weit den Bürgern einen Kompass mit an die Hand zu geben, nachdem sie sich ein bisschen orientieren können. Ich sage bewusst ein bisschen, weil wir logischerweise nicht für jeden individuell die Anfrage beantworten können, auch in einer Studie nicht, welches die beste und effizienteste Form der privaten und betrieblichen Altersvorsorge ist. Motivation dieser Studie war vor allen Dingen eben auch, dass Sparer oftmals ja nur einmal die Möglichkeit haben, Geld zurückzulegen für die Altersvorsorge. Also ich habe einmal die Möglichkeit, 100, 150, 200 Euro monatlich eben auch für die Altersvorsorge zurückzulegen. Und dann möchte ich ja als Bürger und als Sparer wissen, wo ist mein Geld am besten angelegt? Wo habe ich tendenziell eben auch die Möglichkeit, nach möglicher Renditechancen, nach Förderung, die der Staat ja dann teilweise auch sehr üppig gewährt, nach den Kosten der Produkte und eben auch nach Besteuerung, denn jede Förderung geht üblicherweise auch mit einer Besteuerung im Alter einher. Also was nach diesen Faktoren in unterschiedlichen Lebenssituationen tatsächlich auch der beste und effizienteste Altersvorsorgeweg ist oder einfach plump gesagt, was netto im Endeffekt für den Sparer letztlich übrig bleibt. Denn diese Übersicht gibt es so am Markt nicht, weil einfach die Rahmenbedingungen eben auch die steuerlichen Rahmenbedingungen eben auch zum Ende der Laufzeit eben auch sehr, sehr schwer für den Kunden nachvollziehbar sind. Der Aufbau der Studie ist dementsprechend gestaltet, dass wir auf der einen Seite natürlich den Fokus auf die Berechnung haben, aber dass wir gesagt haben, wir können schlecht irgendwo Berechnungen liefern zu unterschiedlichen Altersvorsorgeschichten und Produkten, wenn wir im ersten Teil nicht ein Stück weit eben auch diese Altersvorsorgeprodukte ein Stück weit eben auch beschreiben. Das haben wir getan. Wir ersparen Ihnen jetzt eine Kurzschulung im Bereich der Riester-Rente und Basisrente und deshalb werde ich den Teil 1 der Studie eben auch ein Stück weit recht kurz für Sie zusammenfassen, bevor wir dann eben auch direkt in die Berechnungen gehen, die, denke ich, eben auch durchaus spannend sind. Und Fragestellung war auf der einen Seite den Leuten ein Stück weit eben auch zu erläutern, was würde ich im Endeffekt eben auch vorfinden im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, wie funktioniert das Ganze und wo sind die Vor- und Nachteile. Also darum geht es im ersten Teil und im zweiten Teil dann eben auch letztlich dann konkrete Berechnungen für unterschiedliche Musterkunden durchzuführen. Ich will nochmal diese Folie vorneweg stellen, um eben auch so ein Stück weit die Problematik eben nochmal konkreter aufzuzeigen. Worum geht es uns? Es geht uns darum, eben auch zu verdeutlichen, dass wir ein Drei-Schichten-Modell haben, wo wir 4 unterschiedliche Formen der staatlichen Förderung haben, in unterschiedlichem Maße und vor allen Dingen in unterschiedlicher Art. Und man sieht hier schon, wir haben in der Ansparphase hier mal dargestellt, die Basisrente, wo wir eben auch die steuerliche Förderung über die steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge haben. Bei der Riester-Rente haben wir eben auch eine steuerliche Absetzbarkeit, gekoppelt mit einer entsprechenden Zulagenzahlung in Form von Grund- und Kinderzulagen. In der betrieblichen Altersvorsorge haben wir eigentlich eine völlig andere Form, weil wir hier in Form einer Entgeltumwandlung, da haben wir uns eben auch auf die Direktversicherung fokussiert, die Förderung erhalten mit dem Vorteil für den betrieblichen Altersvorsorgesparer, dass er sowohl eine Steuerersparnis hat, aber auch Sozialabgaben spart. Zumindest bis zu gewissen Grenzen. Und wir haben außerdem noch die private Rentenversicherung, die zumindest mal in der Ansparphase die Förderung hat, im Gegensatz zu einem normalen Investmentsparplan, dass hier zumindest mal keine Abgeltungssteuer auf die Erträge anfallen während der Laufzeit. Das ist nun mal das, womit viele Kunden dann eben oder Bürger eben auch konfrontiert werden, wenn sie sich eben auch mit einem Produkt auseinandersetzen. Was dann natürlich noch mit dazukommt und was oft vergessen wird, ist, dass jede Förderung, wie ich auch gerade schon sagte, eben auch mit einer entsprechenden Besteuerung im Alter einhergeht. Und das macht das Ganze dann schon relativ undurchschaubar. Wenn das jetzt schon relativ schwierig ist, für mich als Sparer eben auch zu identifizieren, welche Förderform in der Ansprachphase für mich schon die beste ist, dann wird es eigentlich völlig undurchsichtig, wenn es darum geht, dann eben auch zu sagen, was kommt denn nach Besteuerung tatsächlich für mich in Form einer Nettorente für mich raus. Denn die Basisrente ebenso wie die Riester-Rente werden voll nachgelagert besteuert. Sowohl der Ertrag, der sich im Vertrag dann letztlich eben auch ergibt, als auch der Betrag, der eingezahlt wurde. In der betrieblichen Altersvorsorge haben wir auch eine nachgelagerte Besteuerung und die entsprechenden Sozialabgaben, die dann eben auch fällig werden. Und in der privaten Rentenversicherung haben wir wiederum eine völlig andere Form der Besteuerung,
nämlich die Besteuerung, wenn man sich jetzt auf die Rente fokussiert, der sogenannten Ertragsanteilsbesteuerung. Also auch hier völlig unterschiedliche Formen der Besteuerung und wie eben auch Förderung in der Ansparphase mit Besteuerung in der Endsparphase funktioniert, ist eben relativ schwierig für den Kunden im Vorfeld zu durchblicken. Und wir haben natürlich noch eine Dimension mit dabei, dass sich die Produkte natürlich auch fundamental voneinander unterscheiden. Also der Kunde wird ja nicht unbedingt immer nur danach unterscheiden, welche Förderung er bekommt, sondern eben auch, welche Renditechancen habe ich mit dem Produkt. Da haben wir auch unterschiedliche Rahmenbedingungen, Produkte mit und ohne Beitragsgarantie. Welche Kosten habe ich natürlich auch in dem Produkt? Auch ein wichtiger Faktor, um mich für das eine Produkt zu entscheiden oder mich eben auch gegen ein Produkt zu entscheiden. Ganz wichtiger Punkt, der meines Erachtens nach in der Altersvorsorge immer ein wenig zu kurz kommt, ist das Thema Flexibilität, die dann je nach Produktgattung eben auch stärker oder weniger stark eingeschränkt wird. Und wir haben letztlich auch nach wie vor ein Transparenzthema oder ein Problem in der Vergleichbarkeit. Denn der Gesetzgeber hat zwar sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Seite mittlerweile sehr viel geregelt, aber leider nicht so, dass man das als Kunde wirklich nachvollziehen kann, also nach wie vor. Und wir haben versucht eben auch, das ein Stück weit eben auch thematisch aufzugreifen und zu erläutern und letztlich eben auch dann eine Antwort darauf zu geben, indem wir einfach Musterfälle durchgerechnet haben. Lassen Sie sich Teil 1 kurz zusammenfassen, wo wir uns ja der Produkte angenommen haben und der Förderform haben die letztlich auch ein Stück weit beschrieben und natürlich auch eine Einteilung gemacht. In der Tabelle haben wir versucht, das ein Stück weit zusammenzufassen, haben dafür versucht, unterschiedliche Kategorien eben auch zu finden. Zunächst einmal haben wir uns angeschaut, wie sieht denn die Förderberechtigung grundsätzlich aus? Denn wichtig für den Sparer ist es ja auch zu sagen, okay, egal wie meine persönliche Situation ist, die sich ja im Rahmen meines Erwerbslebens durchaus öfter mal ändern kann, ich habe immer irgendwo die Möglichkeit einer Förderung und die verändert sich nicht. Und da muss man auch sagen, dass die Förderberechtigungen in Deutschland einfach völlig unterschiedlich gestaltet sind. Man hat also keinen gemeinsamen Anker, sodass der Kunde sich an irgendetwas orientieren kann. Wir haben zum Beispiel eine Basisrente, was grundsätzlich eine relativ einfache und gute Form der Förderberechtigung ist. Erst einmal alle Einkommensteuerpflichtigen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland. Bei der Basisrente haben wir eher das Problem, selbst wenn theoretisch jeder förderfähig ist, lohnt es sich nicht für jeden, denn die Basisrente hat diesen ganz starken Effekt der Steuerersparnis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Geringverdiener bin oder vielleicht sogar Hartz-IV-Empfänger, dann stellt sich für mich die Frage, theoretisch könnte ich eine Basisrente abschließen, aber die bringt mir wahrscheinlich überhaupt nichts. Ähnlich in der betrieblichen Altersvorsorge, wo wir natürlich den Förderrahmen beschränkt haben auf die sozialversicherungspflichtig Angestellten, da fallen natürlich auch eine ganze Menge raus, nämlich alle die tendenziell eben auch keinen Job haben. Bei der Riester-Rente haben wir tendenziell auch einen relativ großen Bereich, der förderfähig ist. Wir haben aber eine unglaubliche Komplexität, die auch immer wieder kritisiert wird, durch die mittelbare und unmittelbare Förderung. Ja, also bei der Riester-Rente habe ich das größte Problem, deswegen haben wir sie auch farblich ein bisschen rötlich markiert, dass ich tendenziell immer überprüfen muss, bin ich gerade noch förderfähig oder bin ich es nicht und worüber bin ich förderfähig und über wen bin ich gerade förderfähig. Also auch ein ganz, ganz schwieriger Aspekt für einen Sparer eben auch durchzublicken, kann ich eben auch die Förderung noch in Anspruch nehmen oder falle ich da eventuell schon raus? In der privaten Rentenversicherung haben wir halt keinerlei Einschränkungen, die kann tendenziell jeder machen, kann sich halt mehr oder weniger lohnen. Ähnlich ist es auch in der Förderhöhe. Auch hier haben wir keinen gemeinsamen Nenner, keinen gemeinsamen Anker. Natürlich ist es tendenziell erst einmal positiv, wenn die Förderhöhe relativ hoch ist, was wir bei der Basisrente haben mit sehr, sehr üppigen Beträgen, oberhalb der 25.000 Euro jährlich. Bei der BAV mit 4% eben auch noch einen relativ hohen Rahmen, die ja dann auf 8% ansteigen kann, dann halt aber ohne Sozialversicherungsersparnis. Bei der Riester-Rente haben wir einen etwas engeren Rahmen und nachteilig gegenüber den anderen ist, dass wir auf der einen Seite eine Anpassung jährlich haben und auf der anderen Seite bei der Riester-Rente keine Anpassung. Und bei der privaten Rentenversicherung haben wir da keinerlei Einschränkungen oder keinerlei Förderhöhen. Also auch hier allein schon, um zu verstehen, welche Förderrahmen kann ich ausnutzen, auch das ist relativ kompliziert. Komplex wird es dann vor allen Dingen auch, wenn ich in die Flexibilität der Produkte schaue, wo Sie eben auch sehen, dass je nach Förderform und Förderart des Produktes ich bestimmte Dinge schon mal gar nicht in Anspruch nehmen kann. Und da haben wir versucht, eben auch farblich zu markieren, wo wir Produkte haben, die tendenziell flexibler sind mit mehr Grün und Produkte, wo es eher schwierig ist, wo es dann eher ins Gelbliche und ins Rötliche geht. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt aus Kundensicht ist der Zugriff auf das Kapital. Als Kunde möchte ich nicht den Eindruck haben, dass ich Geld weggebe und nie wieder rankomme. Ja, und das ist, denke ich, auch ein großer Aspekt, der in der Förderung zukünftig eigentlich mehr berücksichtigt werden sollte, dass man den Leuten einfach ein bisschen mehr Selbstverantwortung für ihre Altersvorsorge gibt und eben auch Entnahmemöglichkeiten
bieten sollte, um eben auch genau diese psychologische Hürde zu umgehen. Wir haben auch das Thema der Portabilität. Sprich, begleitet mich ein Produkt mein ganzes Leben lang oder muss ich eventuell irgendwann mal ein neues Produkt abschließen, wenn ich eine bestimmte Förderform wieder nutzen möchte? Und das ist unter anderem in der betrieblichen Altersvorsorge ein Problem, wenn ein neuer Arbeitgeber eben auch die alte Direktversicherung nicht übernimmt. Dann muss ich das Ding nochmal abschließen mit entsprechenden Nachteilen. Das haben wir in den anderen Schichten so nicht. Und wir haben auf der anderen Seite eben auch nochmal weitere Aspekte, auf die ich jetzt im Detail jetzt nicht eingehen möchte. Die Tabelle können Sie sich natürlich im Nachgang gerne ansehen. Aber wir sehen, dass auch unter Flexibilitätsgesichtspunkten, die sich die Förderformen völlig voneinander unterscheiden und es dementsprechend unglaublich schwierig ist, als Sparer hier eine Entscheidung zu treffen. Das Ganze weitet sich auch in den Kostenausweis aus. Bezeichnendes Beispiel ist, wir reden bei der betrieblichen Altersvorsorge und bei der Riester-Rente von der zweiten Schicht, aber innerhalb der zweiten Schicht, wo man ja denken könnte, dass die Produkte sind irgendwo thematisch zusammengefasst, haben wir schon unterschiedliche Kostenausweise. Einmal PRIPS. Ich persönlich halte das PRIPS für ziemlich misslungen und auf der anderen Seite das nationale PIP, wenn man so will, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und da sieht man eben auch schon, dass die Produkte eben auch schon unter dem Aspekt der Kosten beispielsweise oder der reinen Produktinformation schon nicht miteinander, schon in einer einzelnen Schicht nicht miteinander vergleichbar sind. Und generell die Produkte an sich unfassbar kompliziert teilweise sind. Ich glaube, über die Riester-Rente brauchen wir nicht reden. Die betriebliche Altersvorsorge ist es eigentlich auch extrem. Und wir haben auf der anderen Seite zwar mit der Basisrente ein Produkt, was tendenziell nicht ganz so komplex ist, aber wo man trotzdem irgendwas tun muss, nämlich das Ganze von der Steuer absetzen, was wir bei der privaten Rentenversicherung in der Form nicht haben. Ja, und ein ganz wesentlicher Aspekt eben auch für die Sinnhaftigkeit eines Produktes ist letztlich eben auch, wie viel Rendite kann ich damit generieren? Und auch hier haben wir unterschiedliche Rahmenbedingungen, wo wir Produkte haben, wo wir halt ohne Beitragsgarantie auskommen und Produkte, wo wir eben auch eine verpflichtende Beitragsgarantie haben mit der betrieblichen Altersvorsorge und eben auch der Riester-Rente. Und auch das ist unglaublich schwierig für einen Endkunden, letztlich zu entscheiden, für welches Produkt und welche Förderung, auf welches Produkt und welche Förderung ich letztlich setzen sollte. Zusammenfassend kann man sagen, dass, wenn man sich die Tabelle anschaut, Förderung einfach Flexibilität kostet. Ne? Je tendenziell höher die staatliche Förderung ist, desto geringer ist die Flexibilität für den Sparer. Und die Kontrolle über das Ersparte durch mangelnde Flexibilität zu verlieren, ist, denke ich, eine ganz starke Motivation für den Sparer, sich eben auch gegen eine Altersvorsorgelösung zu entscheiden. Ne? Wir sehen, dass insbesondere die Basisrente sehr eingeschränkt ist. Ne? Einmal Geld rein, komme ich nie wieder ran, außer in Form einer Rente. Ähnliches gilt aber natürlich auch für eine BAV und auch für eine Riester-Rente. Wir haben auf der anderen Seite eben auch das Problem, dass wir keinen gemeinsamen Nenner in der Fördersystematik haben. Alle Produkte sind unterschiedlich gefördert, die Förderhöhen sind unterschiedlich, ob ich förderberechtigt bin oder nicht, ist unterschiedlich, die Flexibilität ist unterschiedlich, die Produktgestaltung ist unterschiedlich und somit ist es eigentlich fast unmöglich, dass hier ein Sparer für sich die Entscheidung selber trifft. Und wenn man sich das Ganze auch mal durchdenkt, ist es natürlich auch unglaublich schwierig, hier Wettbewerb stattfinden zu lassen, wenn ich halt so unterschiedliche Systeme habe. Das ist natürlich eben auch für neue, innovative Anbieter, die das Ganze vielleicht auch digital übertragen möchten, wenn hier die Förderbedingungen schon so komplex sind, dass man eben auch genauso eine Lösung eben nicht einfach übersetzen kann auf das Mobiltelefon beispielsweise. Was ja beispielsweise Trading-Plattformen und Neo-Brokern momentan sehr, sehr gut gelingt, weil einfach da die Rahmenbedingungen einheitlich sind und eben auch eindeutig, somit eben auch gut umzusetzen. Wichtiger Punkt finde ich eben auch gerade schon genannt, dass wir eben auch kaum Vergleichbarkeit oder eigentlich keine Vergleichbarkeit haben, was eben auch eben den jeweiligen Produktblättern eben auch darauf zurückzuführen ist. Und ein weiterer Kritikpunkt ist eben auch, keine Schicht erreicht alle. Ja, also wir sehen, dass wir hier bestimmte Schichten haben, die bestimmte Bevölkerungsschichten irgendwo auch adressieren. Ja, aber wir haben kein Produkt in der Altersvorsorge, wo wir sagen, schichtenübergreifend ist es einfach für jeden sinnvoll. Ja, und ich glaube, das erschwert eben auch nochmal die Durchdringung in der Altersvorsorge. Tendenziell, wenn ich in so einer Situation bin, wo irgendwie alle Produkte für mich in Frage kommen könnten und ich die Förderung ausschöpfen will, müsste ich 4 Produkte abschließen und das macht tendenziell eher weniger Sinn. So viel zum ersten Teil der Studie selbst, wo wir einfach so ein bisschen die Rahmenbedingungen uns angeschaut haben, um zu einem Ergebnis zu kommen und hier eine Einschätzung zu treffen. Und jetzt möchte ich an den Florian Römer von Vers Leipzig übergeben, der Ihnen jetzt eine Einleitung gibt in unsere Musterkunden und natürlich eben auch
in die jeweiligen Berechnungen, die wir durchgeführt haben. Ja, vielen Dank. Ich teile gerade noch die Präsentation und dann lege ich auch direkt los. Ja, wir wollten uns konkret anschauen, was bedeutet das jetzt wirklich? Also Sie haben es gesehen, es ist sehr komplex, es sind unterschiedliche Regelungen, je nachdem, in welchem Altersvorsorgeweg wir uns befinden. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen das mal transparent machen, wir müssen das mal darstellen und haben uns gesagt, wir rechnen das Ganze mal und zwar für 5 Musterkunden. Dafür haben wir uns ja verschiedene Musterkunden ausgesucht, die Deutschland repräsentieren sollen. Sie sehen auch hier schon, es ist breit gewählt. Das heißt, wir haben ein Ehepaar mit 2 Kindern, die ein Durchschnittseinkommen haben von der Familie. Wir haben aber auch den alleinlebenden Single dabei, auch mit einem Durchschnittseinkommen. Wir haben aber gesagt, wir müssen natürlich auch andere Bürger abbilden können, haben deswegen auch gesagt, wir schauen uns ein Ehepaar mit 2 Kindern an, die eher nahe des Existenzminimums leben müssen. Wir haben einen selbstständigen Single, den wir uns betrachten. Und wir haben aber gesagt, wir machen auch noch das andere Extrem. Das heißt, wir schauen uns auch den Alleinlebenden an, ohne Kinder, Topverdienern, haben da eben ein hohes Einkommen angesetzt. Was wollten wir damit erreichen? Wir wollten möglichst breit die Gesellschaft abdecken können, damit man auch eine erste Orientierung finden kann. Das heißt, wir wünschen uns, dass man sich hier als Bürger auf jeden Fall irgendwo in diesen 5 Fällen mal wiederfinden kann und dann vielleicht auch für sich selbst ein paar Schlüsse ziehen kann, ableiten kann, wo man sich bewegt und welche Konsequenzen es hat, wenn man die einzelnen Altersvorsorgeprodukte auswählt. Wie Sie sich denken können, mussten wir natürlich zahlreiche Annahmen treffen für die Berechnungen und die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Zum einen haben wir uns jetzt dafür entschlossen, dass wir für die Riester-Rente und für die betriebliche Altersvorsorge, dass wir hier eine Rendite von 3% ansetzen werden. Wir gehen davon aus, dass wir hier wir haben da ein Garantieprodukt. Ich werde gleich auch nochmal drauf eingehen, wie wir auf die Zahlen kommen, wie wir auf die Rendite kommen sind und das nochmal näher erläutern, warum das eine vernünftige Vermutung ist. Für die Basisrente und für die Privatrente haben wir uns für 6% entschieden. Wie gesagt, gleich nochmal erläuternd, wieso. Für die Kostenannahmen, wir rechnen mit Effektivkosten, haben wir uns gesagt, ja, wir orientieren uns an Marktwerten. Das heißt, für ein Standardszenario haben wir 1,5% Effektivkosten angesetzt. Wir haben aber auch gesagt, okay, ist ja auch schon wichtig zu unterscheiden, was bedeutet das, wenn die Kosten variieren. Deswegen haben wir uns auch noch 2 weitere Szenarien angeschaut. Das heißt, wir haben einmal ein Szenario, das günstig ist, angeschaut mit 0,8% und auch ein teures Szenario mit 2,5%. Ja, Inflation haben wir jetzt erstmal ausgeklammert in der Betrachtung und ja, bei der Besteuerung gehen wir davon aus, dass das Steuersystem in der Zukunft genauso ist wie jetzt. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, ob das so ist, wahrscheinlich nicht, das ist uns auch bewusst, aber das war für uns die vernünftigste Möglichkeit, mit den Steuern umzugehen. Kirchensteuer ist ja auch ein wichtiger Punkt. Momentan ist es noch so, dass der Großteil der Deutschen Kirchensteuer bezahlt, deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, diese auch mit einzubeziehen. Für die Sozialabgaben, ähnlich wie mit der Besteuerung, haben wir gesagt, okay, wir projizieren das Ganze auf die Zukunft und gehen davon aus, dass das in der Zukunft auch so ist. Bei den Produkten ist jetzt so, wir haben uns für die betriebliche Altersvorsorge wirklich nur die Direktversicherung angeschaut, mit der Entgeltumwandlung, wie gesagt, und für die Riester-Rente dementsprechend für beide Produkte, BAV und Riester-Rente, haben wir gesagt, okay, wir haben eine Beitragsgarantie. Das sind Produkte mit Beitragsgarantie. Für die Basisrente und die private Rente haben wir nun uns für die fondsgebundenen Produkte ohne Beitragsgarantie entschieden, was, wie wir auch gleich sehen werden, eine vernünftige Entscheidung scheint, da auch viele Anbieter am Markt jetzt sich dafür entscheiden, Produkte ohne hohe Garantien anzubieten. Deswegen haben wir das so gerechnet. Wir gehen von einem Kunden aus, oder von einem Kundenpaar, das relativ jung ist, sprich, das ist 30 Jahre alt und mit 67 Jahren, mal schauen, ob das so bleibt, gehen die Kunden dann in Rente. Das heißt, wir haben 37 Jahre, also schon ein langer Zeitraum, in dem wir in die Rente aufbauen können, einzahlen können und wir rechnen mit konstanten Beitragshöhen, einem konstanten Beitrag und gehen von einem Rentenfaktor von 29 aus für jedes Produkt. Das heißt, wir haben ja nicht unterschieden, damit wir einfach eine bessere Vergleichbarkeit haben zwischen den verschiedenen Altersvorsorgeprodukten. Bei der Verzinsung haben wir uns für eine jährliche Verzinsung entschieden. Natürlicherweise ist es eher so, dass Sie monatlich sparen. Die Berechnungen wurden dadurch aber auf jeden Fall einfacher und
die Unterschiede, wir haben es auch durchgerechnet, zwischen monatlich und jährlich, die Verzinsung, die ist jetzt nicht immens groß. Von daher haben wir uns dafür entschieden. Und ganz wichtig, wir schauen uns die Nettorenten an. Das heißt, wir wollen wirklich schauen, was bleibt am Schluss denn überhaupt hängen? Das heißt, wenn Sozialabgaben geleistet wurden, Steuern geleistet wurden, was hat der Sparer überhaupt noch? Was bringt ihm die Altersvorsorge? Warum haben wir uns dafür entschieden, die rein fondsgebundenen Rentenversicherungen anzuschauen? Ich habe es schon anklingen lassen. Die klassische Rentenversicherung mit einem Garantiezins, viele Anbieter haben es dafür entschieden, aufgrund des niedrigen Garantiezinses auch, das nicht mehr anzubieten. Das Produkt scheint nicht mehr so beliebt zu sein bei den Versicherern und dementsprechend haben wir auch gesagt, okay, wir machen eine rein vorgebundene Rentenversicherung, die wir uns anschauen für die Basisrente und für die Privatrente. Wie sind wir auf die 3% bzw. 6% gekommen? Für das Hintergrundwissen ist, wenn Sie eine Garantie aussprechen, dann müssen Sie dementsprechend risikoarm anlegen. Wenn Sie risikoarm anlegen, sind natürlich die Chancen auch geringer. Und wir haben uns da Renditen aus der Vergangenheit angeschaut und sind zum Entschluss gekommen, dass 3% doch ein relativ guter Ansatz ist für die Kosten, also für die Renditevorkosten. Und für die Privatrentenversicherung, die Basisrente, haben wir uns für 6% entschieden. Ich habe Ihnen hier auch mal noch eine Grafik mitgebracht hier unten. Wenn Sie sich mal die Renditen anschauen, jetzt über verschiedene Zeiträume, sehen Sie auch, dass das schon realistisch erscheint, dass wir die 6% erreichen, beziehungsweise die 3%. Da ist natürlich die Frage mit dem aktuellen Niedrigzinsumfeld, da muss die Asset Allocation auf jeden Fall schon sehr gut sein, dass man die 3% erreichen kann. Und es wird halt auch immer schwieriger, gerade wenn man Risiko anlegen muss. Vielleicht hier noch ein, zwei Sätze dazu. Es gibt mittlerweile auch genug Studien, die eigentlich wahrscheinlich im Ergebnis die 3% auch nicht sehen. Also wahrscheinlich haben wir hier eher sehr, sehr positiv die Wertentwicklung für Garantieprodukte angenommen. Ich glaube, viele Anbieter würden die 3% sofort ungesehen unterschreiben, wenn sie sagen, unsere Garantieprodukte machen 3% Rendite. Es war uns aber auch wichtig, dass wir hier jetzt keinen allzu großen Unterschied machen. Ne? Also wir wollten, deswegen haben wir es von der Asset Allocation abgeleitet und nicht unbedingt von den jeweiligen Garantiemodellen. Genau, vielen Dank. Und dann schauen wir auch jetzt schon in die Fälle rein und wir starten mit der betrieblichen Altersversorgung. Das erste Beispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Ehepaar mit zwei Kindern mit einem Durchschnittseinkommen von einer Familie in Deutschland. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn wir hier oben starten, sehen wir erstmal, wir haben gemeinsam ein Einkommen, Bruttoeinkommen von 80.000 Euro, Partner A 60.000 Euro, Partner B 20.000 Euro. Und Partner A hat sich jetzt entschlossen, die BAV zu besparen. Und davon, von diesem Bruttoeinkommen, gehen jetzt jedes Jahr eben 2.400 Euro, das sind jetzt 4%, die wir angesetzt haben, ab von seinem Bruttoeinkommen. Und dadurch sinkt eben das Bruttoeinkommen insgesamt. Und wenn Sie ein niedrigeres Bruttoeinkommen haben, in dem Fall bei der BAV ist es jetzt so, dass Sie weniger Steuern zahlen. Das heißt, wenn Sie hier die Steuern vergleichen mit BAV, ohne BAV sehen Sie, Sie zahlen weniger Steuern. Ist ja erstmal positiv zu sehen. Und Sie zahlen aber auch weniger Sozialabgaben bei Partner A. Partner B macht, wie gesagt, keine BAV. Dementsprechend sind hier auch nochmal die Sozialabgaben geringer. Das heißt, Sie zahlen auch weniger Sozialabgaben. Wenn wir jetzt diese 2.400 Euro abziehen von dem Bruttoeinkommen, sehen Sie natürlich, der Sparbeitrag ist weg. Das heißt, das Nettoeinkommen ist geringer bei der BAV, 55.625 im Vergleich zu 57.000. Und diesen Unterschiedsbetrag, den können wir jetzt in die private Altersvorsorge stecken, in eine private Alternative, also die 1.385 Euro. Und Sie sehen, wenn wir das machen, haben wir am Schluss das gleiche verfügbare Nettoeinkommen. Das heißt, der Sparer schränkt sich nicht ein bei beiden Optionen, hat genau das gleiche verfügbare Nettoeinkommen hinterher. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir rechnen mit einer Rendite von 3% für die BAV und mit 6% für die private Altersvorsorge. Die Effektivkosten haben wir hier im Szenario mit 1,5% angesetzt. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, was passiert, wenn wir die Effektivkosten variieren. Dementsprechend sehen Sie aber auch schon, dass die Effektivrendite sich natürlich stark unterscheidet. Bei der BAV beträgt sie 1,5%, während sie bei der privaten Altersvorsorge noch deutlich mehr, 4,5% beträgt.
Der Sparbeitrag pro Jahr, der ist jetzt bei der BAV 2.760 Euro. Das heißt, wir haben hier die 2.400 Euro und haben die Mindestförderung durch den Arbeitgeber, die 15%, die hier erbracht werden müssen. Das heißt, der Sparbeitrag pro Jahr bei der BAV, der ist schon fast ja doppelt so hoch oder ist ungefähr doppelt so hoch. Das heißt, es ist schon ein ordentlicher Unterschied. Was passiert jetzt, wenn wir die unterschiedlichen Renditen ansetzen? 3% gegen 6%, dann sehen Sie, trotz der geringeren Rendite hat die BAV hinterher ein höheres Guthaben nach 37 Jahren. Das heißt 137.000 Euro im Vergleich zu 131.000 Euro. Logischerweise, die Bruttorente fällt auch größer aus mit 397 gegen 381 Euro. Aber ein wichtiger Punkt, den wir hier auch nochmal herausstellen wollen, ist, wenn Sie weniger Sozialabgaben zahlen, dann zahlen Sie natürlich auch weniger in die Rentenkasse rein. Und Ihre gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche Rente, die Sie später bekommen, die fällt niedriger aus. Das heißt, wir haben hier auf der rechten Seite, haben wir das Ganze mal hochgerechnet, ist natürlich eine Schätzung, was dann später bei der gesetzlichen Rente mehr rauskommt, wenn Sie nicht in die BAV einzahlen, sondern sich für die Privatalternative entschieden haben. Und das ist gar nicht so wenig, das sind 107 Euro, die Sie mehr in der gesetzlichen Rentenversicherung haben würden, wenn Sie privat vorsorgen. Jetzt kommen wir nämlich darauf zu sprechen, wie sieht das denn jetzt aus? Wie kommen wir von Brutto auf Netto? Was passiert da? Wir sehen, dass die BAV mit den Sozialabgaben relativ, ja, ein relativ hoher Betrag abfällt, 49 Euro, beziehungsweise privat sind es nur 11 Euro, die kommen von der gesetzlichen Rente dazu. Und die Steuern pro Monat unterscheiden sich auch stark. Wir haben bei der privaten Alternative, wie gesagt, nur eine Anteilsbesteuerung und dementsprechend haben wir hier viel niedrigere Steuern. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, mit dem Grenzsteuersatz zu rechnen, denn wir haben die gesetzliche Rente genommen, haben geschätzt, wie wird die im Alter ausfallen und haben gesagt, okay, wenn man jetzt privat vorsorgt, dann kommt das praktisch on top und haben deswegen uns dafür entschieden, mit dem Grenzsteuersatz zu rechnen. Ja, wenn man das anschaut, was bedeutet das konkret? Das ist schon ein großer Unterschied. Das heißt, wir haben bei der BNV eine monatliche Nettorente von 228 Euro und privat 425 Euro. Also knapp 200 Euro Differenz, wenn Sie privat versorgen, statt eben über die Direktversicherung. Hier haben wir Ihnen auch nochmal dargestellt, die beiden Renten, wie das aussieht, nochmal grafisch. Und jetzt ist natürlich interessant, wir haben mit 1,5% Effektivkosten gerechnet. Was passiert, wenn wir die Effektivkosten variieren? Und da sehen Sie auch schon, es hat schon einen großen Einfluss. Das heißt, wenn wir hier starten bei 425 Euro und statt 1,5% 0,8% Effektivkosten ansetzen, dann haben wir hier schon mal 488 Euro. Also die Effektivkosten, die sind natürlich, haben einen großen Einfluss darauf, wie die Rendite auch, welche Nettorente letztendlich hängen bleibt. Und diese 488 Euro, die wollen wir uns jetzt einmal merken für die nächste Grafik. Und die findest du nämlich jetzt hier wieder auf der Geraden. Wie ist die Grafik hier zu interpretieren? Wir haben uns hier angeschaut, wenn wir jetzt die Rendite variieren, wenn wir die Kosten variieren, was passiert da? Und immer wenn sie hier oben sich befinden, wenn die Kurve sich hier oben befindet, bedeutet das, dass die BAV besser performt als die private Alternative. Wenn Sie sich hier unten befinden, wie das hier gerade auch aktuell bei der Kurve der Fall ist, bedeutet das, dass die BAV schlechter ausfällt als die private Alternative. Das heißt, wenn wir hier unten mal starten, das ist das Ausgangsszenario ja mehr oder weniger, BAV hat 3% Rendite und dann sehen Sie hier auch, ja, also über 200 Euro Unterschied zwischen den beiden Rentenformen. Logischerweise, wenn die BAV größere Rendite hätte, also mehr Wertentwicklung haben würde, zum Beispiel hier bei 4%, dann sehen Sie, der Unterschied wird immer geringer. Wichtig ist aber hier auch zu betonen, selbst wenn wir die gleiche Rendite ansetzen, sprich 6% hier oben, ist die private Alternative immer noch besser. Also Sie sehen, es ist minimal, aber sie ist immer noch besser als die BAV. Was passiert jetzt? Ach so, sorry.
Ein, zwei Sätze dazu noch. Und das ist für uns eigentlich eine ganz, ganz spannende Erkenntnis. Es geht uns nur darum, eben auch ein Stück weit zu zeigen, wie effizient ist die staatliche Förderung und eben auch die staatliche Förderung in Form einer Entgeltumwandlung. Und natürlich hat die Rendite eines Produktes einen wesentlichen Einfluss. Aber wir sehen letztlich auch hier, selbst wenn wir die gleiche Rendite annehmen, landet tatsächlich eben auch das Ergebnis in der betrieblichen Altersvorsorge unterhalb einer privaten Rentenversicherung, die natürlich zwar auch eine Förderung hat, aber dann doch tendenziell, wenn man das jetzt in Euro wahrscheinlich ausdrücken würde, doch niedriger. Und von daher muss man hier einfach konstatieren, und deswegen finden wir diese Grafiken auch spannend und deswegen haben wir das auch variiert mit den Kosten und mit den Renditeannahmen, eben auch zu sehen, ab wann ist eine geförderte Variante lohnenswert, ab welcher Rendite und ab wann ist es eventuell dann eben auch die private Rentenversicherung. Genau, das haben wir auch in der Studie nochmal ganz genau aufgeführt. Wo sind praktisch die Schneidepunkte, also welche Rendite muss erreicht werden, dass eine gleiche Performance stattfindet. Sprich, wie besser muss die BAV abschneiden, wie viel schlechter kann die private Alternative abschneiden und natürlich, wenn der Fall umgekehrt ist, das Ganze umgekehrt. Und ja, ganz wichtig ist natürlich die Effektivkosten. Was ist jetzt, wenn man sagt, die BAV hat schlechtere Effektivkosten? Das heißt, wir bleiben bei der privaten Altersvorsorge bei 0,8% und setzen für die BAV 1,5% an. Logischerweise sinkt die komplette Kurve hier und Sie sehen, der Unterschied wird natürlich größer und Sie können auch abschätzen, das macht schon ein bisschen was aus, wenn man hier andere Effektivkosten ansetzt. Krasser ist der Unterschied natürlich, wenn Sie jetzt hier die blaue und die graue Kurve vergleichen, wenn wir jetzt 0,8 gegen 2,5% stellen. Das heißt, bei der Wahl eines Produktes sollte man auch noch auf die Effektivkosten schauen. Das hat einen großen Einfluss, wenn wir hier uns das Ganze anschauen. Also natürlich zwei große Faktoren, das können wir schon mal mitnehmen, Rendite und Effektivkosten. Ich habe Ihnen jetzt noch einen zweiten Fall mitgebracht. Das ist jetzt der Alleinlebende ohne Kinder, also der Topverdiener. Und hier können wir, glaube ich, ein bisschen schneller drüber gehen. Hier sind wieder 4% angesetzt. Das heißt natürlich, größeres Einkommen ist auch ein deutlich größerer Betrag, der gespart werden kann. Die Steuern fallen dementsprechend geringer aus, die Sozialabgaben auch. Der Sparbeitrag, wenn wir den vergleichen, 1.484 Euro gegen 3.408 Euro. Letztendlich haben wir aber auch hier natürlich wieder geschaut, wir haben ein gleich hohes verfügbares Einkommen. Das heißt, der Topverdiener muss sich nicht einschränken, sondern hat nach dem Sparbeitrag sowohl bei der BAV als auch bei der privaten Alternative das gleiche verfügbare Nettoeinkommen. Ja, was bedeutet das? Also Sie sehen ja auch hier auch, das ist ein ordentlich größerer Betrag, der in der BAV angelegt werden kann. Dementsprechend auch ein ordentlich höheres Guthaben. Ja, also 194.000 gegen 141.000, wenn wir uns den Fall voranschauen, ist hier die Differenz schon viel größer. Dementsprechend auch die monatliche Bruttorente ist größer. Dementsprechend aber auch klar, je mehr Rente, dadurch, dass er nicht eingezahlt hat, also weniger eingezahlt hat in die Rentenkasse, fällt die natürlich auch höher aus bei der privaten Alternative 153 Euro. Was bedeutet das jetzt konkret, wenn wir uns die Nettobetrachtung anschauen? Und da sehen wir auch hier wieder, er muss natürlich schon ordentlich Sozialabgaben zahlen. Bei der privaten Alternative ist es nur auf die gesetzliche Rentenversicherung, bei der Sozialabgaben zu zahlen sind. Das heißt, es fällt hier ordentlich geringer aus. Und Steuern, klar, das ist ein Topverdiener. Das heißt, wenn wir die Rente auch hochrechnen, hat er auch einen relativ hohen Grenzsteuersatz. Der muss ordentlich Steuern dann darauf bezahlen im Vergleich zur Anteilsbesteuerung hier bei der privaten Alternative. Und dementsprechend sehen Sie auch hier 200 Euro ungefähr wieder Unterschied zwischen den beiden Nettorenten. Sehen Sie auch hier nochmal dargestellt, die beiden Nettorenten. Und klar, wenn wir jetzt hier nochmal die Effektivkosten erhöhen, 455 Euro, wenn Sie ein besseres Szenario haben, können Sie bei 522 landen. Und ansonsten, ja, mit einem schlechteren Szenario bei 379 Euro. Also hier sind die Unterschiede auch natürlich wieder größer, weil auch absolut die Rente natürlich einen größeren Unterschied macht. Und diese 522 Euro können wir uns jetzt auch nochmal merken für die nächste Grafik. Ich habe schon erklärt, wie die zu interpretieren ist. Ich will hier nochmal hervorheben, hier wäre es möglich, dass die BAV in einem unrealistischen Szenario, ja, so ist, wir haben schon bewusst uns für die 3% entschieden. Das sehen wir als realistisch. Wenn sie aber theoretisch diese 6% erreichen würde, könnte man sehen, sie wäre besser als die private Alternative.
Wenn wir die Effektivkosten jetzt nochmal hinzuführen, variieren, sehen wir natürlich, dass die Kurve weiter nach unten geht. Das heißt, der Unterschied wird nochmal größer. Und hier sieht man auch, ja, auch mit einer Rendite von 6% würde es dann nichts mehr werden und man könnte die private Rente nicht schlagen. Dementsprechend natürlich auch bei 0,8 gegen 2,5% ist es auch nochmal deutlicher der Unterschied. Ja, wir haben uns 4 Fälle betrachtet. Den Selbstständigen haben wir uns natürlich nicht angeschaut hier, dazu später mehr. Und wir haben gemerkt, okay, die britische Altersvorsorge, die hat schon ordentlich schlechtere Ergebnisse. Ja, also das ist, Sie haben jetzt gesehen an den beiden Beispielen hier, das waren 200 Euro Unterschied netto, die man weniger hat im Monat, wenn man sich für die eine oder die andere Alternative entscheidet. Das ist schon eine Menge Geld. Genau. Und sogar in Szenarien mit einer unrealistischen Renditeerwartung von 6%, Sie haben es gesehen am ersten Beispiel, performt die BAV trotzdem noch schlechter als die private Rentenversicherung. Also das war jetzt bei dem Familienfall so. Dementsprechend kann man sagen, in unseren Berechnungen kann man klar sagen, private Alternative ist besser und es ist effizienter für die Sparer als die BAV. Und dazu tragen nun 3 wesentliche Gründe bei. Die geringere gesetzliche Rente, die man hat, weil man weniger in die Rentenkasse einzahlt. Die niedrigere Renditeerwartung, 3% gegen 6%, ist natürlich ein massiver Unterschied. Und wir haben eine höhere Belastung mit Steuern und Sozialabgaben im Vergleich zu anderen Produkten. Hinzu kommt im Vergleich zur privaten Rentenversicherung eine höhere Komplexität und geringe Flexibilität. Die haben es ja vorhin schon gehört. Und was ich jetzt aber hier nochmal herausheben möchte, ist die mangelnde Portabilität. Heutzutage ist es eher unüblich, dass man sein ganzes Arbeitsleben beim gleichen Arbeitgeber ist. Es ist eher schon so, dass man Arbeitgeber wechselt. Dementsprechend kann es natürlich passieren oder passiert es oft, dass dann nochmal weitere Kosten anfallen. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Und auch zu bedenken ist es, die BAV bringt zusätzlich einen hohen Verwaltungsaufwand und natürlich auch die Haftung für den Arbeitgeber mit sich. Und wenn man aber jetzt überlegt, viele Arbeitnehmer, die wünschen sich es auch, dass der Arbeitgeber aktiv auf einen der Arbeitgeber auf die Arbeitnehmer hinzugeht und dann Produkt anbietet. Und wenn man sich jetzt unsere Berechnung anschaut mit der Direktversicherung, kann man schon fragen, ist das Produkt noch aktuell oder sollte man da was ändern? Genau. An der Stelle hake ich wieder ein. Wir haben ja nicht nur das Problem, wie wir gerade schon gesehen haben, eben auch der mangelnden Portabilität, der Haftung durch den Arbeitgeber oder Ähnlichem, sondern eben auch die Einschränkung im Wettbewerb, muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, die betriebliche Altersvorsorge ist so ein Zweig, in der wirklich sehr wenig Wettbewerb stattfindet, eben aufgrund der Komplexität, aufgrund der Tatsache, dass es eben auch ein sehr, sehr schwieriges Marktumfeld ist, wo man Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Tarifverträge irgendwie überzeugen muss, dass ein Produkt eben auch dort platziert wird. Und das verhindert natürlich eben aufgrund der entsprechenden Komplexität natürlich Wettbewerb. Also ich kenne kein einziges BAV, Fin oder InsurTech mit einem eigenen Produkt am Markt. Es gibt zwar viele Fintechs, die dort sich eher versuchen auszubreiten, um die Komplexität so ein bisschen zu digitalisieren, aber niemand, der sich da wirklich mit einem Produkt herantraut. Und das ist sicherlich der Komplexität der Rahmenbedingungen eben auch geschuldet, aber vor allen Dingen eben auch der Einschränkung durch die Beitragsgarantie. Also kein Fintech wird sich in einem Produktfeld wagen, wo man eben auch eine verpflichtende Beitragsgarantie hat. Und das führt letztlich eben auch dazu, dass die Produktauswahl tendenziell geringer wird, der Wettbewerb geringer und dementsprechend natürlich auch für die Sparer tendenziell schlechtere Produkte bei rauskommen. Wenn Sie momentan sehen, was im Investmentbereich los ist, wo Sie aufgrund der doch starken Konkurrenz durch neue Anbieter mittlerweile kostenfreies Trading haben, ohne Depotgebühren und das teilweise für 1 Euro Sparbeitrag, da sind wir hier in dem Bereich der Altersvorsorge doch sehr, sehr weit weg von. Und dazu trägt eben auch die Komplexität des Marktumfeldes und auch die Komplexität der Produktbedingungen eben auch deutlich dazu bei. Ja. Jetzt, nachdem wir uns BAV angeschaut haben, springen wir doch mal in Riester rein und fangen jetzt mal an mit dem Ehepaar mit 2 Kindern. Wir sind hier vom Geringverdiener-Ehepaar eingegangen. Das heißt, Sie sehen hier auch schon, beide verdienen 9.500 Euro brutto. Das ist nicht so viel. Und wir haben einen durchschnittlichen Eigenbeitrag von 237 Euro. Hier auch nochmal der Hinweis, ganz am Anfang, wenn Sie die Kinderzulagen haben
Dann muss nur der Sockelbeitrag bezahlt werden, das sind 2 mal 60 €. Und dann kommen die ganzen Zulagen dazu. Wenn die Kinderzulagen wegfallen, ist es natürlich so, dass der Eigenbeitrag steigen muss. Und er steigt sogar auf 410 €, also von 120 € auf 410 €. Behalten Sie das mal bitte im Hinterkopf. Wir sehen aber auch hier ganz klar, dass wir bei der Riester-Rente natürlich für die Geringverdiener in unserem Beispiel schon hohe Zulagen bekommen. Das heißt, insgesamt ist jetzt unverzinst, kommen 26.150 € Zulagen dazu. Und wenn Sie es privat machen, gibt es eben keine Zulagen. Die Annahmen hier oben, die sind die gleichen, aber der Sparbeitrag ist jetzt auch durchschnittlich. Wie gesagt, der variiert, je nachdem, wie viele Zulagen Sie zu erhalten. Der ist jetzt schon ordentlich größer bei diesem Musterkunden. 944 € gegen 237 €, das ist schon ein ordentlicher Betrag. Dementsprechend sehen Sie auch, das Guthaben nach 37 Jahren fällt auch wesentlich größer aus. Das heißt, wir haben hier 48.000 € versus 18.000 € und die Bruttorente dementsprechend auch sehr, sehr viel größer. Unsere Geringverdiener zahlen keine Steuern, das heißt, das können wir hier in der Betrachtung mal auslassen. Brutto und Netto ist gleich und wir haben hier einen Unterschied von 170%. Also 87 €, das ist schon viel. Und das sehen wir auch hier in der Grafik nochmal wieder. Und hier möchte ich aber auch nochmal hervorheben, die Kosten haben einen großen Einfluss. Das heißt, für die Geringverdiener ist das natürlich ein Unterschied, ob die 139 € bekommen oder ob sie 162 € bekommen. Das ist schon ein Unterschied. Krasser ist es natürlich, wenn wir uns nochmal anschauen, 162 € versus 112 €. Also sollte man da auf jeden Fall darauf achten, ein kostengünstiges Produkt zu bekommen. Dann bleibt auch mehr hängen bei den Sparern. Die Grafik, gleich die kommt, kennen Sie schon. Hier wollen wir uns nochmal die 58 € merken. Und Sie sehen auch hier, wir bewegen jetzt hier oben, das heißt nicht mehr hier unten. Das heißt, die Riester-Rente ist in jedem unserer Beispiele netto besser als die private Altersvorsorge. Selbst wenn wir die Kosten variieren, ist es immer noch so. Das heißt, die Riester-Rente hier bei unserem Musterkunden ist unschlagbar und kann von der privaten Altersvorsorge aufgrund der hohen Zulagen ja nicht eingeholt werden. Wir haben das Ganze aber auch natürlich noch für andere Kunden berechnet. Ich habe Ihnen jetzt mal den Single-Normalverdiener nochmal mitgebracht. Und hier sehen wir, die Zulagen fallen natürlich wesentlich geringer aus. Das heißt, wir haben hier nur die 175 €, die Single-Zulage. Haben wir aber auch noch einen Steuervorteil, den wir uns anrechnen lassen können. Das sind 258 € und wir haben dementsprechend einen Sparbeitrag von 372 €, die einmal erbracht werden müssen. Das sind auch die 4%, die vorhin schon vorgestellt werden, die insgesamt erbracht werden müssen. Privat ist es jetzt aber gar nicht so ein großer Unterschied, da ein Eigenanteil von 939 € geleistet werden muss. Dementsprechend ist das relativ ähnlich. Weil es relativ ähnlich ist, ist es natürlich auch so, dass das Guthaben aufgrund der höheren Verzinsung von 6% auch höher ist. 89.000 versus 68.000 € und die monatliche Bruttorente fällt dementsprechend auch höher aus. Größer sind die Unterschiede nochmal, wenn wir die Nettobetrachtung uns anschauen. Nach Steuern ist die Differenz nochmal größer geworden, weil Sie bei der privaten Alternative eben die Anteilsbesteuerung haben und weniger Steuern zu zahlen haben. Insgesamt haben wir hier einen Unterschied von 105 €, also es ist auch natürlich ein Unterschied, ob man 100 € mehr oder weniger hat. Hier an der Grafik sehen Sie dann auch nochmal die Unterschiede bei den Effektivkosten, wenn wir die variieren. Und ich will dann auch gerne schon auf die nächste Grafik nochmal springen. Da sieht man auch relativ gut, was das bedeutet. Hier ist es auch so, wenn wir jetzt diese Beitragsgarantie nicht hätten, das heißt keine 3% Annahmen von der Rendite, sondern 6%, dann könnte die Riester-Rente die private Alternative schlagen. In allen anderen Fällen ist es eben nicht so. Und natürlich, wenn Sie die Effektivkosten auch nochmal variieren, ist es genauso. Das heißt, es wird schwieriger, sozusagen die private Alternative zu schlagen. Genau. Vielleicht an der Stelle nochmal ein Hinweis. Was uns dann überrascht hat, ist, dass selbst in den Varianten, wo wir mit gleichen Wertentwicklungen hochgerechnet haben, ist der Unterschied zu einer privaten Variante nicht allzu hoch. Sie sehen also, dass quasi hier der Unterschied gar nicht so hoch ist. Und man darf immer nicht vergessen, also ist auch, wie man so schön neudeutsch sagt, dann der Trade-off, den der Kunde machen muss. Ne? So nach dem Motto, bin ich bereit für ein bisschen mehr Rente
deutlich mehr Einschränkungen in der Flexibilität in Kauf zu nehmen. Vielleicht gebe ich mich auch mit 3, 4, 5% weniger Rente zufrieden, wenn ich dafür halt die Möglichkeit habe, direkt auf das Kapital zu greifen oder meine Lebensversicherung zu verwenden für einen Immobilienkauf oder ähnliches. Das ist ja bei vielen Produkten eben auch nicht machbar. Und unseres Erachtens nach müsste eigentlich, um eine effektive Förderung darzustellen, der Unterschied zwischen den Produkten hier einfach höher liegen. Und das ist eigentlich nicht gegeben, wenn man dann eben auch sieht, dass der Unterschied zwischen Nettorenten nach wie vor relativ nah beieinander liegt, die Produkte aber von ihren Eigenschaften dann doch stark, ja, also negativ sind, wenn man so will. Man hat halt doch deutliche Einschränkungen in der Flexibilität. Ja, wenn wir jetzt auch aufs Fazit zu dem Riester versus private Altersvorsorge zu sprechen kommen, kann man auch sehen, für das Geringverdiener-Ehepaar im Hinterkopf auch nochmal behalten, das ist haben zwei Kinder, dementsprechend hohe Zulagen, da ist die Riester-Rente unschlagbar, lohnt sich in jedem Szenario, egal wie hoch die Kosten sind. Also es ist echt super für die. Für ein Ehepaar mit zwei Kindern ist es schon leider erst bei einer unrealistischen Renditeerwartung von 5,04% so. Und ja, beim realistischen Szenario ist ein Unterschied von 50%, ist schon eine Menge. Und Ähnliches gilt auch für den Topverdiener. Da sind es gleiche Größen. Bei einem Single, das Beispiel hatte ich ja mitgebracht, ist es noch krasser. Das heißt, wir müssen 5,6% erreichen, damit wir bessere Ergebnisse erzielen. Und im realistischen Szenario haben wir 75% Unterschied. Also bis auf den Einzelfall, den wir jetzt hatten, können wir aber festhalten, dass die private Altersvorsorge besser abgeschnitten hat in unseren Berechnungen und dass man hier auf jeden Fall dann überlegen muss, es wurde gerade schon angeklungen, mit dem Verwaltungsaufwand, mit der komplexen Förderung und so weiter, ist ein Trade-off. Sollte man eigentlich davon ausgehen, dass dann eigentlich, wenn man diesen Trade-off eingeht, doch bitte die Riester-Rente auch besser performen sollte. Und vor dem Hintergrund, dass vor allem Geringverdiener von der Riester-Rente profitieren, ja, es ist schon ein bisschen schade. Also wir sehen ja hier ganz klar, Geringverdiener, das hat sich für die gelohnt. Ist ein bisschen zu bedauern, dass die Politik da jetzt ja die Riester-Rente nicht reformieren will, dass da momentan ja Stillstand stattfindet. Wir sind sehr gespannt, wie es dann nach der Bundestagswahl aussieht, ob das angegangen wird oder nicht. Aber ja, es wurde auch schon gesagt, es gibt natürlich Lösungsansätze, was könnte man machen? Also man könnte vielleicht diese Beitragsgarantie aufheben und dann sehen wir auch schon, da könnte das Produkt schon eher mithalten mit der privaten Altersvorsorge, beziehungsweise kann auch die private Altersvorsorge dann schlagen, wenn wir die gleiche Rendite ansetzen. Ein Punkt, den ich noch hervorheben will, ist, wir haben den Eigenbeitrag bei den Geringverdienern steigt von 120 Euro auf 410 Euro. Das ist schon ein ordentlicher Anstieg, da muss man sich überlegen, kann das ein Geringverdienerpaar aufbringen? Also wenn man die komplette Förderung haben will, die kompletten Zulagen haben will, muss eben so ein Beitrag dann fließen. Es ist halt die Frage, ob das so zu leisten ist oder ob man dann ja sich dann gegebenenfalls fürs Ruhen vom Vertrag oder sowas entscheiden muss, was ja eigentlich auch nicht gewollt ist, sondern eigentlich will man ja, dass es durchgehend der Fall ist. Ja, und auch hier muss man einfach ganz klar konstatieren, die Einschränkung durch die Beitragsgarantie und die unfassbare Komplexität des Produktes verhindert einfach Wettbewerb. Es gab einen Anbieter im Fintech-Bereich, wenn man so will, der ein kostengünstiges und renditestarkes Produkt angeboten hat. Der hat sich vor einigen Monaten eben auch vom Markt verabschieden müssen, aufgrund der Garantieproblematik. Wie gesagt, mit der Garantie vertreibt man Anbieter. Das werden wir jetzt auch nach der Rechnungszinssenkung im nächsten Jahr sehen, dass es wahrscheinlich kaum noch Anbieter geben wird, überhaupt noch eine Riester-Rente anbieten. Und von daher muss man sich einfach Gedanken machen, will ich Wettbewerb in dem Bereich, will ich leistungsfähige Produkte, und dann müssen einfach die Rahmenbedingungen anders gestaltet sein. Eine Beitragsgarantie ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ein komplexes Förderinstrumentarium hilft mir auch nicht dabei, ein Produkt transparent dem Kunden auf sein Mobiltelefon zu bringen. Es gibt Grenzen der Digitalisierung und der Riester-Prozess ebenso wie in der BAV. Das sind so Prozesse, die wollen Sie gar nicht digitalisieren. Die kriegen Sie auch durch Digitalisierung einfach auch nicht besser. Und das ist auch ein Grund, weshalb es hier tendenziell auch wenige bis gar keine Anbieter gibt. Ja, und dann sind wir schon bei unserem letzten Beispiel angekommen. Jetzt schauen wir uns noch die Basisrente an und fangen mit dem selbstständigen Single an. Das ist ja eigentlich die Person oder die Gruppe, für die das Produkt gemacht wurde, mehr oder weniger. Und Sie sehen hier auch, dass Sie natürlich, das ist ein ganz einfaches Produkt eigentlich. Sie können Steuern sparen damit und sehen auch, dass da schon, ja, wir haben jetzt einen hohen Beitrag uns ausgesucht, 4.000 Euro. Ein
Selbstständiger muss ja schon ein bisschen mehr für sein Alter vorsorgen. Kann man natürlich auch diskutieren, reichen diese 4.000 Euro überhaupt? Wir sehen gleich mal, was für eine Rente dabei rauskommt. Und haben dann aber hier schon 1.000 Euro Steuern weniger, also schon eine ordentliche Summe auf jeden Fall. Wir können aber auch einen relativ hohen Betrag, das heißt 2.620 Euro anlegen, damit wir aufs gleiche verfügbare Nettoeinkommen letztendlich kommen. Hier nochmal der Unterschied, das ist auch ganz wichtig zu betonen. Wir haben jetzt hier bei beiden Szenarien 6%, bei der Basis und bei der privaten Rente. Und dementsprechend, wenn Sie einen höheren Beitrag bei der gleichen erwarteten Rendite ansetzen, haben Sie natürlich ein höheres Guthaben. Und also 380.000 Euro versus 249.000 Euro ist natürlich ordentlich. Dementsprechend fällt auch die Bruttorente größer aus. Und hier haben wir jetzt auch keine Steuern. Das heißt, wenn alles abgezogen wird vom versteuerten Einkommen und so weiter, müssen Sie keine Steuern zahlen bei dieser Bruttorentenhöhe. Und dementsprechend ist Brutto-Netto gleich. Und Sie sehen 380 Euro mehr bei der Basisrente. Das lohnt sich für den Selbstständigen auf jeden Fall. Sehen Sie auch hier nochmal in der Grafik. Und hier, wenn wir natürlich mit so hohen absoluten Zahlen hantieren, sehen Sie auch, dass die Effektivkosten hohe absolute Auswirkungen haben. Das heißt, hier 1.300 Euro knapp versus 1.100 Euro, natürlich auch ein großer Unterschied, was letztendlich dann hängen bleibt. Und hier nehmen wir nochmal die 849 Euro mit auf die nächste Grafik. Das ist dann hier diese Geraden. Und da sehen Sie dann auch hier wieder die Unterschiede. Also hier, wenn wir hier oben mal erstmal anfangen, die Basisrente ist auf jeden Fall deutlich besser in dem Szenario. Und hier müssen wir dann auch überlegen, wie würde es aussehen, wenn die Rendite geringer ausfallen würde. Wie gesagt, wir sind eigentlich hier oben in dem Szenario, aber wir haben es trotzdem natürlich mal abgebildet. Und Sie sehen aber auch hier die Kosten, wenn die nach unten gehen, dann ist der Unterschied natürlich schon deutlich geringer. Und hier sehen Sie es auch schon, wenn 0,8 versus 2,5% Effektivkosten sind, da ist da nicht mehr so viel mehr Rente, die Sie erhalten würden bei dem Selbstständigen. Wir haben das Ganze auch jetzt auch mal angeschaut mit dem Ehepaar mit zwei Kindern, auch wieder hier das Durchschnittseinkommen angenommen. Die Zahlen hier oben kennen Sie auch schon von unserem ersten Beispiel, das heißt Steuern fallen geringer aus. Der Unterschied hier ist natürlich Sozialabgaben, die bleiben gleich, weil es eine reine Steuersparnis ist. Und ja, 1.980 Euro versus 1.384 Euro können angelegt werden hier. Und das verfügbare Einkommen, das kennen Sie auch schon von unserem Beispiel vorhin, das sind 55.625 Euro in beiden Fällen. Hier auch wieder, wenn Sie einen höheren Sparbeitrag pro Jahr haben, bei einer gleichen Rendite, ist natürlich das Guthaben hier größer bei der Basisrente. Die Bruttorente fällt dementsprechend auch größer aus, 552 Euro versus 381 Euro. Hier ist natürlich interessant, was passiert, was bedeutet jetzt diese Anteilsbesteuerung im Vergleich zu der vollen Besteuerung. Dann sehen Sie hier, müssen Sie wesentlich mehr Steuern dann nochmal zahlen auf Ihre Bruttorente. Und ist auch ganz interessant, das heißt hier in unserem Fall würde die Basisrente auch besser ausfallen, 350 Euro versus 361 Euro. Das heißt, es ist aber auch nur eine Differenz von 23 Euro. Also es ist jetzt nicht viel. Und wir haben vorhin schon gehört, es gibt einen Trade-off. Und da muss man sich eben gut überlegen, ob man wegen einer Rendite von 23 Euro diesen Trade-off eingehen will. Und ja, das sehen Sie auch hier nochmal bei den Effektivkosten, wenn wir die variieren, dass das ja, deutliche Auswirkungen hat auf die Rente. Die Zahlen nehmen wir uns auch nochmal mit und sehen hier auch, dass hier der Unterschied eben wesentlich geringer ist als bei dem Selbstständigen jetzt hier bei unserem Beispiel mit der Familie und sehen hier, wie gesagt, das ist nicht viel. Und klar, wenn wir jetzt noch die Kosten nochmal erhöhen, sehen wir auch hier, dass die private Alternative dann eben dementsprechend besser wäre. Und hier auch nochmal dann der Hinweis, Kosten sind natürlich ein wichtiger Punkt neben der Rendite. Ja, kommen wir hier auch nochmal auf ein kurzes Fazit zu sprechen, Basisrente versus private Altersversorgung. Für Selbstständige ist das eine super Lösung, haben wir gesehen. Das ist eigentlich schon mal schön zu sehen, dass das funktioniert in unseren Berechnungen, das ist gut. Und auch für Topverdiener haben wir festgestellt, da kann man schon Steuern sparen, das lohnt sich für den. Die Basisrente durchzuführen. Hier aber auch nochmal der Hinweis, Sie haben eine geringere Flexibilität, wenn Sie das Produkt sich dafür entscheiden. Und bei den anderen untersuchten Musterkunden liegen Basisrente und private Rentenversicherung annähernd gleich auf. Ja, das heißt, wir haben einen Unterschied von 6% bzw. 9%. Und da muss man schon
nochmal intensiver darüber nachdenken, ob man diese geringere Flexibilität haben möchte für zum Beispiel 23 Euro mehr Nettorente. Genau. Und Alberto, vielleicht zu den Kosten kannst du nochmal was sagen. Klar, also hier sieht man natürlich eben auch, man rechnet mit einer höheren Wertentwicklung, und umso höher die Wertentwicklung ist, die ein Produkt eben auch leisten kann, umso wichtiger sind dann eben auch die Kosten. Da sieht man eben auch, dass jetzt dann absolut die Unterschiede größer werden. Und von daher sollte man insbesondere eben auch in der Basisrente, wo man ja eben auch sagt, die Produkte haben annähernd oder natürlich die gleiche Renditeerwartung. Ich kann bei der Basisrente genauso einen hundertprozentigen Aktienfonds mir in das Produkt wählen, wie auch in der privaten Rentenversicherung. Das heißt, da tun sich die Produkte nichts in der Renditeerwartung. Umso wichtiger ist es eben auch hier zu sehen oder zu vergleichen, ob ich über die Auswahl der Kosten eben auch hier eine höhere Rente erzielen kann. Und das ist insbesondere hier richtig bei dem Fall, wo wir eben bei gleicher Annahme der Kosten, bei Effektivkosten von 1,5 für eine private Rentenversicherung und für eine Basisrente, wo die Unterschiede wirklich ganz knapp sind, ne? Wo man sagt, das sind 6% Unterschied. Wenn ich dann zum Beispiel sage, ich nehme dafür eine günstige private Rentenversicherung, dann kippt das Ganze wieder, ne? Dann ist das Ganze wiederum für die private Rentenversicherung besser. Und das zeigt aber auch die Komplexität des Systems. Also ich kann nicht pauschal sagen, das eine oder das andere ist besser, sondern ich muss in bestimmten Fällen, wo man sich das Ganze sehr schwer erarbeiten muss oder errechnen muss, eben auch für mich entscheiden, ist die Förderung, führt die zu einer deutlich höheren Rente, führt sie zu einer nur leicht höheren Rente, und wenn die Rente nur leicht höher ist, mit welchen Nachteilen kaufe ich mir die entsprechend ein und welche Faktoren spielen dann eben auch noch die Kosten. Also von daher ganz wichtig eben auch hier, man sieht, dass hier eben auch das Ganze sich ein bisschen in Richtung Kosten verschiebt, dass hier die Auswahl zwischen den Kosten eben auch wichtiger wird. Genau, vielen Dank für die Anmerkung. Positiv ist natürlich an der Basisrente hervorzuheben, relativ einfach, ja, also man hat eine Steuerersparnis, das kann man eigentlich relativ gut erklären, kann man noch erkennen, wie das Ganze aussieht, also weniger komplex als Riester-Rente und betriebliche Altersvorsorge. Dafür, wir haben es vorhin in der Übersicht gesehen, die geringste Flexibilität ist bei der Basisrente, und da muss natürlich jeder Kunde für sich selbst entscheiden, will er diese geringe Flexibilität auf sich nehmen für eine höhere Nettorente, und wenn diese Nettorente eben nicht, ja, deutlich größer ist, gibt es natürlich Zweifel daran, warum man das machen sollte. Und dann kommen wir jetzt auch schon nochmal zur Zusammenfassung der Studie, nochmal ein paar Kernthesen, die ich Ihnen jetzt hier vorstellen möchte. Ja, es ist echt schwierig, als durchschnittlicher Bürger das Ganze zu verstehen und auch zu checken, was bedeutet das jetzt konkret für mich? Warum ist es so? Wir haben unterschiedliche Förderungssysteme in der Ansparphase, in der Auszahlungsphase, und das variiert eben einfach. Und deswegen zu sagen, was jetzt die effizienteste Lösung für mich, schwierig. Was uns eben auch aufgefallen ist, die BAV, die hat jetzt nicht so gut performt auf jeden Fall, das können wir hervorheben bei uns, aber wie gesagt, nur die Direktversicherung haben wir uns angeschaut, andere Förderungswege haben wir uns da nicht angeschaut. Und gerade eben wegen den hohen Sozialabgaben und auch wegen der Rentenversicherung, die Rente, die eben geringer ausfällt, ist das jetzt nicht ein guter Case für uns gewesen. Die niedrigere Anteilsbesteuerung der privaten Rentenversicherung ist oft ziemlich gut. Ja, das ist eigentlich auch relativ simpel, eine simple Lösung zu sagen, okay, wenn ihr die Rente ausgezahlt bekommt, dann müsst ihr weniger Steuern zahlen. Kann man wahrscheinlich noch relativ gut erklären. Für die Geringverdiener ist die Riester-Rente auf jeden Fall ziemlich gut gewesen. Auch hier nochmal der Hinweis, wir haben zwei Kinderzulagen, die wir hier hinzugerechnet haben. Das müsste man sich ja nochmal für einen Single-Geringverdiener nochmal explizit anschauen. Die Basisrente erweist sich für Selbstständige als auch für Sparer mit hohem persönlichen Steuersatz als effiziente Altersvorsorgelösung. Also für einen Selbstständigen ist auf jeden Fall schon mal positiv zu sagen, da ist die Basisrente gut. Und man kann jetzt auch nicht sagen, die Basisrente ist komplett Quatsch sozusagen, sondern wenn man hier Steuern sparen kann, kann das schon ein gutes Modell sein. Aber natürlich auch immer mit der Flexibilität, die da verloren geht. Und hier auch, wir haben es schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt heute, Rendite ist wichtig. Das muss auf jeden Fall passen. Und da ist ein großer Unterschied, ob wir 3% oder 6% erwartete Rendite haben. Und da ist natürlich die BAV und die Riester-Rente bei unseren Berechnungen, die wir jetzt gerade haben, ist natürlich die Garantieverpflichtung, die dann bei unserer Studie zu einer 3% Annahme der Wertentwicklung geführt haben, ist natürlich, merkt man natürlich schon in den Nettorenten. Ja, dementsprechend ist die Förderung
die findet zwar statt, aber führt dann letztendlich nicht zu einer besseren Performance oder bei einer privaten Altersvorsorge. Und ja, neben der Rendite, die Kosten sind natürlich auch sehr entscheidend dafür, wie die Nettorente ausfällt. Insgesamt ist es so, wir haben es schon angesprochen, es gibt einen Trade-off, Förderung kostet eben Flexibilität. Je höher die staatliche Förderung ist, desto geringer ist auch die Flexibilität für den Sparer. Das heißt, man muss sich schon gut überlegen, geht man das ein? Und wenn eben die Nettorenten viel größer ausfallen würden, könnte man schon eher darüber nachdenken. Aber wir haben in unseren Berechnungen gesehen, dass die entweder schlechter ausfallen oder manchmal eben auch nur gering besser ausfallen. Ja. Dann Alberto möchte, glaube ich, nochmal übernehmen für die letzte Folie. Wenn er noch da ist, ansonsten würde ich einfach mal kurz weitermachen. Ist, glaube ich, gerade rausgeflogen, ist im Warteraum. Ich fange einfach schon mal an und dann wird er gleich fortfahren. Was können wir machen? Das aktuelle Drei-Schichten-System mit den 4 geförderten Altersvorsorge-Varianten sollte konsolidiert und völlig neu geordnet werden. Ich frage noch mal kurz in die Runde. Ich glaube, jetzt ist er wieder da, Alberto. Ja, sorry, irgendwie bin ich da rausgeflogen. Kein Problem, also. Ich habe schon mal mit dem ersten Satz angefangen, dann kannst du direkt weitermachen, gerne. Ja, ich glaube, ganz wichtige Erkenntnis der Studie, wenn man sich das Ganze anschaut, Ansparphase, Förderung in der Ansparphase, Besteuerung in der Endsparphase, die Unterschiedlichkeit der Produkte mit Beitragsgarantie, ohne Beitragsgarantie, Portabilität, Flexibilität. Eigentlich kann man dieses Altersvorsorgesystem den Leuten draußen nicht zumuten. Also wir sind der Meinung, dass das Drei-Schichten-System komplett konsolidiert und völlig neu geordnet werden müsste. Wir brauchen im besten Falle einen effizienten, transparenten, nachvollziehbaren Förderweg, wo jeder weiß, wenn ich den mache, lohnt er sich für mich. Und das ist halt eben auch, glaube ich, einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir momentan auch ein bisschen stocken in der Verbreitung der Altersvorsorge. Ja. Wir haben momentan interessanterweise Diskussionen, um an dieses System noch was dran zu bauen. Ja. Also ein Staatsfonds, eine Bürgerversicherung, ein was auch immer. Es gibt ja wirklich bestimmt 4 oder 5, 6 unterschiedliche Konzepte, die eben auch nicht an den eigentlichen Kern des Problems gehen, nämlich dieses System zu reformieren, sondern die sagen, ich lasse das System mal einfach da stehen, lass die, würde man schätzen, 50, 60, 70 Millionen Sparer, die da drin sind, einfach mal weiter dahin vor sich hinsparen und bau was Neues daneben, was total super ist. Ne? Weil wir haben es jetzt verstanden und der Staat macht das jetzt richtig. Erlauben Sie mir die Erkenntnis, dieses System haben wir dem Staat zu verdanken und nicht den Anbietern in der Altersvorsorge. Also von daher unsere ganz eindeutige Förderung, bitte nichts Neues anbauen, sondern bitte das konsolidieren und sauber aufstellen, was wir momentan eben auch im Bereich der deutschen Drei-Schichten-Systems sehen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die aktuelle Komplexität eben auch wirklich Wettbewerb verhindert, ne? Und somit auch bessere Produkte für alle. Nicht der Staat macht die besseren Produkte. Wir sehen es gerade wirklich massiv im Fintech-Bereich, in der Investmentlösung. Der Sparer kann für 1 Euro ohne Kosten, ohne Depotgebühren eben auch kostenfrei handeln und ETF-Sparpläne für 10, 15 Basispunkte abschließen. Günstiger kriegt es auch ein Staatsfonds nicht hin. Man muss halt Wettbewerb zulassen und die Rahmenbedingungen so wählen, dass ich dort auch Wettbewerb entfalten kann. Klar, aber man muss immer auch gucken, dass eben auch dieser Wettbewerb eben auch sauber stattfindet. Also da brauchen wir den Staat als regulierendes Instrument. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt einen neuen Player am Markt brauchen, weil wir sehen dort, wo das Marktumfeld flexibel ist und dort, wo eben auch sinnvoller Wettbewerb zugelassen wird, dort passiert auch Wettbewerb und eben auch deutlich zugunsten des Kunden. Also von daher ist es, glaube ich, für uns eben auch im Rahmen der Studie eine wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, das ist, wie sagte mein Mitgeschäftsführer, ist eigentlich ein ausgelutschter Drops, ja, weil es wird schon seit Jahren und Jahrzehnten propagiert, dass die Sparer weg müssen von der Klassik, von klassischen Versicherungsprodukten, von Rechnungszinsen. Sie müssen sich einfach stärker chancenorientiert orientieren. Das Problem ist einfach leider, dass von vielen nach wie vor propagiert wird, dass Aktien zocken ist, dass Aktien letztlich eben auch nichts für die Altersvorsorge ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, wir haben auch in der Gesetzgebung, wenn man sich mal anschaut, dass Kunden in Chance-Risikoklassen eingeteilt werden, dass die MiFID auch hier ganz klar irgendwo Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung wollen, meines Erachtens nach eine völlig falsche Einteilung in der Altersvorsorge. Die Dimension Zeit wird hier leider völlig außer Betracht gezogen. Wir haben hier gesehen, wir haben unsere Musterfälle 37 Jahre. Ich glaube, am Markt ist die durchschnittliche Laufzeit der Vorsorgeverträge auch bei ungefähr 30 Jahren. Bei 30 Jahren Laufzeit mit einem Aktienfonds, breit diversifiziert, gibt es kein Risiko. Ja, das schwankt,
aber es gibt eigentlich kein Risiko. Und wir haben im Anhang der Folien auch nochmal rollierende 30-Jahres-Zeiträume vom MSCI World ETFs, wo man sieht, dass das größte Risiko in der Vergangenheit war, dass der Kunde sagen muss, im schlechtesten Falle lande ich bei 6,8% Rendite und im besten Fall bei 11,x. Ja, also wir müssen weg von diesem Denken, dass Aktien böse sind und dass Aktien nichts für die Altersvorsorge sind. Und man sollte sich überlegen, ob ich mein Geld lieber in sowas wie Apple investiere oder mein Geld lieber dem Staat leihe. Und das muss, glaube ich, deutlicher noch in der Altersvorsorge hervorgebracht werden. Aber auch von allen Teilnehmern, das sehen wir so leider nach wie vor nicht.